Heute, was geht ab, Leute, Junge? Musst du Müll rausbringen? Das ist eine gute Gelegenheit. Dann können wir über ein paar neue Sachen reden. So. Und zwar, Doppel-EP wurde jetzt angekündigt. Und ich habe in meinem letzten Video ja gesagt, weil Niantic hatte irgendwas gemeint mit Raid-Pokémon, die vermehrt auf Wind stehen und sowas. Und tatsächlich, neue Raid-Pokémon wurden angekündigt. Beziehungsweise gibt es jetzt schon. Interessant. Ich blende es hier mal neben mir ein. Interessant ist Aerodactyl, glaube ich. Glurak ist wieder da. Und Sichua ist wieder da. Kokoba ist wieder da, weil Psycho. Und das hatte ich im Video letztens verwechselt. Ich hatte Fee genannt. Aber Psycho, Drache und Wind natürlich. Deswegen Psycho-Pokémon. Simsal ist auch wieder am Start. Wo ist hier los? Hier. Hier. Oder hier. So, also, neue Wettbosse, Tier 2, Lamus und Kokoba ist wieder da. Lamus werde ich mal probieren. Die sind übrigens bis zum, also man weiß es nicht, ob die danach sich wieder ändern nach dem Event, aber Event geht bis zum 16. Und die Frage ist dann, ob die Raid-Bosse dann wieder rotieren und die Alten dann wieder zurückkommen. Deswegen versuche ich jeden zu machen, bevor die halt weg sind. Solo-Raid, Herausforderungen und so, ihr wisst Bescheid. Tier 3, Aerodactyl, ich dachte, der wird Tier 4, oh interessant. Vor allem, weil ich da auch noch einen 100er brauche. Starmie, okay. Muss ich ein paar Pflanzen wieder pushen. Lepumanz heißt er, glaube ich. Die Entwicklung von Poppins. Simsal ist zurück. Sichler ist zurück. Und dann machen wir mal. Also haben wir hier fünf neue, die ich machen kann. Und dann Glurak. Glurak ist zurück. Ich hatte den mal zu zweit versucht. Hat leider nicht so funktioniert, aber damals hatte ich noch nicht so gute Geowatts. Und die Geowatts waren noch nicht auf Level 40 damals. Also vielleicht schafft man den jetzt zu zweit. Kann man auch einmal probieren, aber reizt mich jetzt nicht so. Und dann natürlich auch noch die Eier. Aus den Eiern schlüpfen ja auch Pokémon, die vermehrt Wind mögen. Jetzt aus den Zweiern Abra, Fleckmon, Oval. Dann halt die so Flug-Pokémon, Schwabini, dieses Schwein und Barblue. Fünfer, Sichlor, Girafagix, Skorgler, Mantax, Kusilla, Wingull. Wingull brauche ich noch 100er. Puppens und Isso. Perfekt für mich, weil Merle, die Verentwicklung habe ich letztens gebrütet zum ersten Mal und ist so brauche ich noch. Das ist perfekt für mich. Zehner, Aerodactyl, Dratini, Panzergon, Panzergon tot, Trassler, Palimpalim ist geil, Kindrum ist auch geil und Tane. Top 3, die sind echt gut. Und seit gestern habe ich 17 Kilometer bekommen. Von 9 Eiern waren 17 Kilometer, also die gehen echt ab. Ansonsten mal schauen, was sonst noch so geht mit dem Event. Ich habe jetzt 68 Millionen? Ne, 69. Ich habe ja jetzt schon ein paar Sachen entwickelt. Versucht natürlich auf die 80 Millionen zu gehen während des Events. Schauen wir mal, ob das machbar ist. Jetzt mit Vollzeitarbeit. Es ist nur ein Wochenende dazwischen. Ansonsten nur Werktage. Ich bin echt gespannt, wie ich das so auf die Reihe bekommen werde. Ansonsten schreibt natürlich unten in die Kommentare, was ihr von den Eiern und den neuen Raid-Bossen haltet. Und wie viel EP ihr habt und machen wollt natürlich. Alles unten in die Kommentare. Das war's von mir. Muss zurück arbeiten gehen. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die an, wie es läuft. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.